bin noch nie besser heute. Alles ist besser hier. Ich glaube, Stürmen gehen nicht besser. Christian, ganz kurz. Ja, ja, wieder. Die Stimmung bei dir? Ja, super. Also sowas man hat wirklich lange nicht gesehen. Ja, ich glaube, er ist noch nie da gewesen. Ich habe 65 die Meisterschaft mitgemacht, aber das ist einmalig, was heute abläuft. Das ist selbst mit 65 nicht zu vergleichen. Sensationell, und man muss der Mannschaft ein Kompliment machen mit Alofs und mit Thomas Schaaf. Das ist einmaliges, was da geleistet worden ist. Also großen Respekt habe ich davor. Super, ganz kurz zum heutigen Tag. Das ist das Schärfste, was wir in den letzten Jahren mitgemacht haben. So, für Fari gab es einen besonders dicken Knochen und ein Wässerchen. Für die 70.000 und die Werder-Profis standen andere Getränke bereit. Die Moderatorin auf dem Balkon, Stadionsprecher Ani und Stolli. Du hast doch getrunken, Tim, nimmst du? Nein. Bleiben! Deutsche Meister ist neue Sonne! Neue Sonne! Hey! Neue Sonne! Deutsche Meister ist neue Sonne! Hey! Neue Sonne! Neue Sonne! Zu natürlich zu den Fans, das ist eine unglaubliche Atmosphäre. Wahrscheinlich in der ganzen Stadt war die Hölle los. Ja, das ist unbeschreiblich. Ich kann nur Danke sagen an euch alle. Ihr seid die Besten! Die Besten! Dankeschön! Dankeschön! Achtung! Liebe Fans, ihr könnt es noch nicht sehen, aber hier steht gerade ein Meistertrainer und er hat einen silbernen Gegenstand! Achtung! Super, echt super, geile Stimmung, super Leute hier, ihr könnt echt gut feiern hier in Bremen. Und wenn ihr verspricht, so lange zu feiern, dann wird nächstes Jahr Meister. Yeah! So, gehen wir mal weiter und sind jetzt hier bei unserem Captain, bei unserer Nummer 6, Frankie, herzlichen Glückwunsch natürlich auch für dich. Was war das gestern für ein Gefühl, aus den Händen von Rudi Völler die Schale zu bekommen? Ja, war natürlich überragend. Ich meine, die Schale ist, wurde endlich wieder nach Bremen gebracht. Ich denke, wir haben uns das verdient. Die Fans haben sich das verdient. Und jetzt feiern wir schön. Jetzt feiern wir schön. Wie viel Promille habt ihr schon? Also, wenn wir die Mannschaft zusammenzählen, da kommen schon so um die 100 zusammen. Oh, und jetzt stehen wir hier oben neben einem Mann, der zusammen mit Klaus Allofs das alles möglich gemacht hat. Ein Erfolgstrainer, ein Meistermacher und vor allen Dingen einer von uns. Hier ist Thomas! 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 Thomas, ich weiß, du bist immer ein bisschen zurückhaltend, was Emotionen angeht, aber ich glaube, das berührt jeden hier. Das ist nicht zu toppen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, ihr seid solche Superklasse und ihr seid wirklich spitze. Ich danke euch. Guten Morgen. Bonnie, herzlichen Glückwunsch auch dir. Ich denke, das ist Dankeschön für die harte Arbeit in den vergangenen Jahren. Ja, recht herzlichen Dank an euch alle. Das ist einmalig, was ihr hier zeigt. Das ist Stimmung pur. Und das zeigt uns, dass wir unbedingt auch noch den Pokal nach Bremen holen müssen. In 14 Tagen und ein Mann, den wollen wir jetzt auch noch mal hören. Unsere Nummer 17, Ivan Killer. Das war ein Tag vor einer Woche in München. Was für ein Gefühl hast du mitgenommen, nachdem du dieses 1:0 gegen Kahn geschossen hast? Erstmal wollte ich euch allen danken, dass ihr hergekommen seid. Und wir wollen natürlich Olli danken herzlich, ne? Und Uli Hoeneß grüßen wir von hier. Hier ist Henning Schärf, der Hausherr. Und der hat zu mir gesagt,
das, was er immer sagt, er kommt hier auch mit dem Fahrrad ins Stadion und setzt sich nicht auf die VIP-Loge, sondern stellt sich in die Kurve. Und Henning hat gesagt, ich will nicht schnacken, ich will singen. Und zwar mit euch zusammen. Und ich gebe ihm mal das Mikrofon. Henning Scherf. Also toll, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich genauso wie ihr alle. Und jetzt singen wir. Deutscher Meister wird nur der SVW. Mit uns SVW, nur der SVW. Deutscher Meister wird nur der SVW. Nur der SVW, nur der SVW. Wir haben, ich glaube, was heute passiert, ist sensationell. Die ganzen Leute hier, ist wirklich fantastisch. Und ich glaube, wir haben heute ein grandioses Wetter. Ich glaube, in Bremen heißt das Roland-Wetter. Und es ist wirklich super, dass ihr alle hier seid. Und es ist eine super Feier. Vielen Dank an euch alle.